Grüß euch und hallo zusammen. Wir haben Montag, den 11. Juli und ich habe schon wieder einen Futterengpass. Nein, es wächst genug Gras auf der Wiese. Das Problem ist, wir hatten ja vor 2 Wochen so einen Hagel und der hat mir meine Grünlandbestände ganz schön erhagelt. Also da bleibt mindestens die Hälfte vom Ertrag bleibt auf dem Feld zurück, wenn ich das mähe. Und jetzt geht mir eben dieser zweite Schnitt aus. Einerseits gut, weil dann ist das erhagelte Zeug einmal weg. Andererseits müsste ich jetzt in ein paar Tagen hier mit dem dritten Schnitt anfangen. Und wenn ihr euch das mal anschaut, da steht halt noch nicht so wirklich viel drauf. Das bedeutet viel Eiweiß, viel Energie, wenig Struktur. Das ist nicht gesund für die Kühe und sie kriegen da auch Durchfall und scheißen sehr dünn. Und darum muss ich mir jetzt was überlegen. Und das, was ich mir überlegt habe, ist, ich mache Swazilauf. Schweren Herzens, weil man das ja eigentlich, wollte ich das erst später machen. Aber das hilft jetzt nichts. Ich mache Swazilauf, den ersten Schnitt, den wir vor guten 5 oder fast 6 Wochen, sind schon 6 Wochen her, siliert haben. Der müsste fertig sein, durchsiliert sein. Und meine Kühe werden jetzt die nächste Zeit oder wahrscheinlich werde ich nicht mehr aufhören mit dem Silagefüttern, immer in der Nacht Silage bekommen, Silo und Heu gemischt. Und untertags Gras mit dem Ladewagen bzw. von der Weide. Na, dann machen wir mal das Silo auf. Also die Silage schaut gut aus. Ich habe hier keinen Schimmel am Rand entlang. Das ist alles sauber. Das heißt, wir haben gut abgedeckt. Schön feucht, farblich gut. Riecht auch gut. Also vielleicht noch nicht hundertprozentig durchsiliert, sondern noch ein bisschen mehr saure Note würde nicht schaden. Aber ich würde sagen, das ist ein schönes Zeug zum Verfüttern. Mal schauen, was meine Damen dazu sagen. Wir sind an meiner Halle herunten. Und ich habe da festgestellt, wir haben doch einen Hagelschaden. Da sind, auf der Südseite ist noch ein Eternitplatten drauf und da haben wir vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Löcher drin. Zum Teil lagert da Heu drunter und bevor es jetzt weiter schifft, müssen wir noch schnell ein paar Löcher flicken. Ah, ich stehe jetzt da am Dach herum. Das ist ja alles nicht ganz so ungefährlich mit den Eternitplatten und ich möchte da nicht durchbrechen. Darum habe ich mir Schaltafeln mitgebracht und laufe auf den Schaltafeln, also von der Radladerschaufel und dann von Schaltafel zu Schaltafel, bis ich dann im Endeffekt bei den Löchern bin. Und die klebe ich da einfach mit Bitumen zu, beziehungsweise die pappt da einfach noch irgendein Scherben drauf von der vom Dach oder ich habe auch ein bisschen Alublech dabei, das ich reinbiege und dahin papp. Und dann wird es hoffentlich wieder dicht sein die nächsten Jahre. Machen wir die Gaudi erst einmal sauber. Dann muss ich mal das Blech ein bisschen in die richtige Form biegen, dass das einigermaßen drauf liegt hier. Ja, das. Dann kommt Bitumen drauf. Dann poppt man die Gaudi da drauf. Das schön hebt. Manchmal braucht es ein bisschen mehr. So. So, und schon ist das Ding dicht. Nächstes Loch. Da hat der Hagel ganz schön zugeschlagen. Eine Platte, 1, 2, 3, 4, 5 Löcher auf einem Quadratmeter. Dass da ein bisschen Nase reingeht beim Ringer, ist klar. Also der mal flicken. Die Stelle von vorher schaut jetzt so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher auf ungefähr einem Quadratmeter. Man sieht, da drüben und hier, da vorne. Also auf jeden Fall haben wir jetzt einmal alles, was über dem Heu ist oder wo das Heu drunter ist, geflickt.
und jetzt kann es wieder ringen. Also auf der einen Seite haben wir Glück gehabt, weil es hier über den Heuballen relativ wenig Löcher waren oder eigentlich so gut wie gar keins. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Pech gehabt, weil ich habe da oben eine Stelle gehabt, wo gleich 6 Löcher auf einem Fleck waren. Und das ist diese Platte hier. Und die hat mir natürlich da etliches am Ballen nass gemacht. Und jetzt habe ich das alles rausgestapelt und die trockenen Ballen wieder hergestapelt und die anderen Ballen, die hat es mir hier halt angeregnet, also die sind hier patschnass, die fangen ja schon an zum Kompostieren, ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen soll. Da hat es mir halt schon so 5 Ballen richtig böse erwischt, den hier auch, das ist halt alles nur noch Barz, da auch, da liegen noch die Eternitplatten drauf, ja, das schaut also gar nicht mehr so toll aus. Ich habe mir gedacht, ich stelle die jetzt mal auseinander und auf Paletten und dann können die trocknen. Aber ihr seht, da sind noch ganz schön Löcher oben drin. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe etliche geflickt. Zum Teil sind die echt schlecht zum Sehen von oben. Und dann ist mir auch die Dichtmasse ausgegangen. Aber halt erst die wichtigen Löcher gemacht und ja, die da oben über der Einfahrt, die sind noch alle da und darauf habe ich noch mal mindestens 40 Löcher zum Flicken oder so. Aber das wird schon werden. Ich glaube, das Schlimmste ist zu. Gefährlich ist halt immer, wenn es da runterläuft und dann geht es an den nächste Querbalken rein. Fette kann man ja nicht sagen. Es ist, und dann tropft es runter und direkt auf den Ball. Das ist halt schlecht. Aber ich hoffe, wir sind jetzt da auf einem guten Weg, dass da dann nicht mehr viel passiert. So, ich nehme euch jetzt einmal mit zum Futter herrichten für meine Kühe. Brauchen wir erstmal 120 Kilo Heu. Ah, ich schätze fast, das ist zu viel. Das ist das Grummet von heuer. Schaut nach guter Qualität aus. Schön grün. So, kippen wir das einmal da rein. So, jetzt schalten wir die Zapfhelle ein, damit der schon mal ein bisschen mischt.
kippen wir nochmal Futter rein. So. Jetzt kann sich das Grummet gleich noch mit dem Silo vermischen. Und jetzt schmeiße ich den Restsilo rein. So, das schaut jetzt gut aus. Homogen ist es, einigermaßen geschnitten auch. Dann fahren wir in den Stall. Da warten wir jetzt noch, bis wir das Gras zusammengefressen haben und dann laden wir das Silo ab. Die Kühe sind fertig mit dem Grasfressen und ich habe den Futtertisch ausgeräumt. Jetzt sieht man mal wieder die schöne Futtertischsanierung. Also das ist ja etwas, wo man ja jeden Tag Freude macht. Das lässt sich so schön ausräumen mit dem Besen. So, und jetzt laden wir die Geschichte mal ab. So, Drehzahl ein bisschen einstellen. Hydraulik einschalten. Und dann geht's dahin. Muss natürlich versuchen, den möglichst gleichmäßig abzuladen. Manchmal stopft es ein bisschen, damit dann nicht vorne nichts und hinten viel hat oder umgekehrt. Also. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's mir einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.